Hochkonzentrierter Trank. 2 verfügbar. Nein, ich habe nicht genug Kohle. Komm, holen wir uns mal ein Reset. Ich habe keine Ahnung, ob das so eine gute Idee war. So, alles wieder hergestellt. Meine Tränke sind auch wieder voll. Das ist super. So muss man eine Treppe runtersteigen. Wir müssen durch das Gebäude. Leg die Fusionszelle mal da ein. Ja, aber ich will da hinten noch hin. Auch wenn das wieder nach Bresche aussieht. Ich will mal was gucken. Ich kann doch hier bestimmt jetzt aufmachen. Super. Ich glaube nicht, dass ich da die... Ich weiß, dass du da bist. Natürlich. Kamerafokus ist nicht so geil. Da war der bei Dark Souls besser. So, es gibt ein paar Aufgaben. Man kann mitzählen, wie oft ich heule. Man kann mitzählen, wie oft ich fluche. Wie ihr wollt. Der Memory Stick ist hinüber. Okay, das ist auch im Arsch. Weird, warum bringen sie da eine Truhe rein, wenn die kaputt ist? Ich habe das Gefühl, dass da einige Gegner respawned sind. Vor allem da hinten. Naja, komm, ist mir jetzt auch relativ egal. Da ist noch eine Kiste hier drin, aber hier hinten gibt es auch noch was. Das ist ein Gegner, ne? Ratte. Versteck dich nicht wie so ein feiger Lappen hinter deinem Schild. So, du kleine Muschi. Hoffentlich hat sich das gelohnt. Ey, willst du mich verarschen? Hier gab es nichts. Na doch, hier gab's was. Wow! Du Hurenbock! Ja.
Oh, hat der mich erschreckt. Alter Schwede. Mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Warte mal. Ich habe es mir aufgeschrieben. Alpha. K wie Kacke. O wie Oma. Und R wie räudiger Ralf. Alter Schwede. Ding, 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 ding. Din, 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 din. Jetzt. Wo komme ich mit meinem Sack und breche doch einfach in dir ein? Verzweifeltes Bedauern. Das Netzwerk wurde zerstört. Ich habe keinen Zugang mehr zum Datenlink der Kolonie. Wir können uns nirgends zurückziehen. Ist das das Werk der Natibas? Ist die Kolonie noch sicher? Was ist mit Mothersbear geschehen? Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren, denn nicht mal die Uhrzeit passt sich noch automatisch an. Wenn ich bei Verstand bleiben will, muss ich meinen Memory Stick manuell bearbeiten, um den Kalender nicht aus den Augen zu verlieren. Au. Also es sind irgendwie so Androiden. Humanoide Androide, würde ich sagen. Hier liegt noch Kohle. Alter, nicht wenig. Ich muss dringend gleich wieder zu einem Lager. Sonst habe ich ein Problem, denn ich habe nichts mehr zum Heilen. Dieser Gegner kann mich mal kreuzweise. Oh, das war wohl mal eine Bibliothek. Sind die Kästen an der Wand Speichergeräte? Ja. Sie können nur 1 Megabyte an Daten speichern. Was für eine Verschwendung. Mami! Okay, der lief besser als gedacht. Zum Glück habe ich... Schild. Eve wird durch ein Schild geschützt. Während das Schild aktiv ist, wird der erlittene Schaden verringert. Die Schadensverringerung nimmt mit der Höhenschutz... mit höherer Schutzstufe des Schildes zu. Die Schutzstufe nimmt ab. Ja, ist schon klar. Manche Gegner werden ebenfalls durch ein Schild geschützt. Der erlittene Schaden der Gegner wird verringert, sobald ihr Schild aktiv ist. Zerstöre ihre Schilde, um deine Gegner zu betäuben. Ich hab noch... Ich bin doch ausgewichen, du Hurenbock! Alter! Kack mir doch ins Hemd. Das, liebe Eve, nennt man Bücher. Was? Plastische Herzen, Band 3. Warte, mein Liebster. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Gib dir ein bisschen mehr Mühe.
Hast du nicht gesagt, du würdest mit mir zur Für wen lächelt die Rose tanzen? Ja, das habe ich, aber können wir ein bisschen langsamer machen? Voller Schönheit, voller Anmut, ganz so, wie wir geboren wurden. Mein kleiner Schatz, ich wurde nur zum Hecken gebaut. Der Cyberspace ist meine Welt. Ich kann nicht wissen, wie man tanzt. Schon klar, du bist gefährlich und süß und schwach. So, ich habe gewonnen. Schnell jetzt. Was? Soll ich an dem Stecker lecken? Ah, gütige Muttersphäre, bitte vergib die Sünden deiner Tochter. Soll ich an den Stecker lecken? Was lese ich hier? War das gerade Zyklopensex? Adam, was ist das hier? Soll ich mal an deinem Stecker lecken? Eine Karte? Oh ja. Eine Karte? Gerne. Synchronisiert man den Standort? Aber bitte benutz einen Virenschutz. Sonst kommst du nicht an mein Motherboard ran. Das hört sich so falsch an. Und ich bin schon wieder am Sterben. Ich habe irgendwas bekommen. Ich will mal gucken, was ich hier alles bekomme. Ich kriege hier ständig irgendwelche Gegenstände. Omnibolzen, Waffenkern. Blutklinge verbessert, Beta-Energie verwendet. Okay, missionsverfügbare Gegenstände. Oh, ich habe noch einen Trank. Auf Lager. 0 von 2 verfügbar, aber ein auf Lager. Für die Verbesserung von Exospines verwendet. Wird das Material für die Verbesserung von Exospines verwendet. Okay, also es ist so Craft-Material. Mikrofestplatte. Dieser Gegenstand könnte für jemand von Wert sein, okay. Wie, ich hab da einen auf Lager. Der nächste Gegner macht mich doch platt. Oh nein. Der Krater ist tief. Er wird schwer zu überwinden sein. Ich spring da jetzt einfach runter. Wir müssen darüber, durch das Parkhaus. Weiß ich, ob das eine gute Idee ist. Gibt's da irgendwas? Ich habe mich eigentlich sterben sehen. Okay, das lief ganz gut. Besser als gedacht. Kann ich nicht ein bisschen Wasser trinken oder so, um mich zu heilen? Na, kann ich doch von der anderen Seite öffnen. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Anzahl der erforderlichen Körperkerne für die Erhöhung maximaler LP 2. Ah, ich sammle noch zwei von den Dingern und dann kriege ich mehr EP. Ich verstehe. Ein Versorgungslager an so einem Ort. Why not? Ich hab's halt auch nötig. Was ist das? Das hast du mir doch gerade eben erklärt, oder? Das ist ein Lager
Von Landetruppeinheiten, die vor uns hier waren. Eine Cola. Es scheint seit längerem verlassen zu sein. Wieso sollte man gerade hier ein Lager errichten? Du kriegst kein Eve. Naja, so ein Versorgungslager ist eine wichtige Basis. Wie gefällt euch das Spiel bis jetzt? Ihr seid so still. Aber wieso in einem Parkhaus? Mindestens mal Yuna und Tsui. Warum der Justin noch nicht aufgetreten ist, weiß ich nicht. So oder so, dieser Ort könnte nützlich für uns sein. Oh, super kochen. Super kochen, super kochen, super kochen. Versorgungslager beinhalten mehr Geräte als gewöhnliche Lager. Nutze die Reparaturkonsole, um Waffen zu Waffen zu verstärken, okay. Aktiviere ich mal das Lager. Habe ich denn noch eine Fähigkeit? Oh ja, zwei. Ausprobieren, die du noch nicht erlernt hast. Wenn du noch nicht sehr kampfverprobt bist, kannst du verschiedene Fähigkeiten trainieren. Okay. Wenn ein Gegner blau leuchtet und einen tödlichen Angriff ausführt, kannst du ihn mit Blinzeln kontern. Ja, was ist Blinzeln? Ah, nach vorne und Kreis. L und Kreis gedrückt. Ich trainiere hier mal ein bisschen. Ah, da war ich zu schnell. Fuck. Ich hab doch... Ey, ich drück doch die Scheiße immer, wenn sie blinkt. Na, es wird schwierig zu timen sein. Also noch bist du nicht sauer geworden wegen dem Spiel, also... Es geht. Es geht, okay. Hinterfragen wir das mal nicht. Wird die Menge an wiederaufladbarer bei Folgen einsam von perfekter Abwehr. Nach erfolgreicher Abwehr eines Gegners einsetzbar kontert und betäubt den Gegner. Erhöht dann vorübergehend nach perfekter Abwehr halte Y. Ja, hab ich doch, oder nicht? So, was haben wir denn hier? Hinterhalt. Oh, Hinterhalt ist gut. Aber ich glaube, in der Luft Dreieck. Oh, das hört sich gut an. So, jetzt will ich mal gucken. Trinksystem Erweiterungsmodul. Modifikationssockel. Ah. Verstehe. Stille Straße, Parkhaus weg. Okay, hier kann ich schnell reisen. Der erste Boss kommt noch zu ihm. Ja. Wegen gestern. Vielen Dank für deine Hilfe. Das hat er doch bestimmt freiwillig gerne nicht gemacht. Der Rede wert. Allerdings habe ich alle Exospine-Materialien aufgebraucht, die ich über die Jahre gesammelt hatte.
auch. Macht nichts. Dafür können wir einander jetzt helfen. Dafür konnte er dich nackt sehen. Hat ein bisschen mehr an dir rumgefummelt. Wetten? Nein, war ein Scherz. Adam ist nicht so. Wir können den Alphanet lieber zusammen aufspüren. Wenn der so heißt. Ich habe keine Ahnung. Hätte ich hier draußen eh keine Chance. Wenn du die Halle der Aufzeichnungen findest, wäre mir damit schon geholfen. Klar doch, kein Thema. Ich verspreche dir, ich werde mich revanchieren. Okay, also zieht sie ihn auch irgendwann mal aus. Verstehe. Ich verstehe. So, ich will meinen Trank tatsächlich mal wechseln. Hier ist draußen noch Zeug. Oh wei. Seit Demo wissen wir, was kommt. Warum kann ich das nicht öffnen? Fuck. Ja, es wäre cool, wenn das jetzt nicht mit der Demo laufen würde. Aber sieht doch... Ja, es war so klar. Das ist kein gewöhnlicher Gegner. Na dann zeig mir mal Adam, den ganzen Mist. Komm her, du Schwanz. Na komm her! Hat das wehgetan? Au! Die Übung aus der Demo hat sich bezahlt gemacht. Das ist ja Dubstep oder so im Hintergrund. What the fuck? Jonas Afghani interessiert das Spiel gar nicht. Du hast das Ding besiegt. Wahnsinn. Das ist echter Wahnsinn. Das war kein Alpha Neytiba. Hast recht, aber trotzdem ziemlich stark. Essen, guten Hunger. Jetzt wird es nur noch schwerer. Ich hoffe, der Justin kommt bald wieder. Vermutlich. Er verpasst hier was. Wie auch immer. Wo geht es jetzt lang, Adam? Oder die Demo war richtig schwer. Vielleicht habe ich auch Glück gehabt, weil ich mich jetzt ein bisschen vorbereitet habe. Wie zum Beispiel upgraden und so ein Kram. Die Halle der Aufzeichnungen ist nicht mehr weit von hier entfernt. Aber ein großer Bereich steht unter Wasser.
Wir müssen da irgendwie rüber. Heißt das, es gibt keinen Weg? Ich hab's. Siehst du das Schild hinter der Statue? Da ist ein Transportgerät, das du benutzen kannst. Dubstep ist ein... Ich weiß was? Nicht. Denkst ich bin zwar kein Freund von Dubstep, aber in Kämpfen hat das was. Naja, das Lager war ja auch intakt. Bleiben wir doch optimistisch. Aha, optimistisch, klar. Ding, 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 ding. Und natürlich hat er hier, wird für den Material benutzt, okay. Hier lang muss ich. Kam ich von hier? Ja, ne? Warte mal. Ne, von hier kam ich nicht, aber hier kann ich hin. Angriff ist die beste Verteidigung, habe ich das Gefühl. Jetzt habe ich nochmal ganz kurz im Bad. So, da bin ich wieder. Ah, das mit dem Licht ist natürlich doof. Ich würde es am liebsten ausmachen für ein geileres Gefühl, aber dafür ist die Kamera für den Arsch. Schwierig. Modifikation. Kann ich hier noch ablegen? Okay. Ja, der gibt mir aber keinen. Der gibt mir aber keinen Schutz. Der gibt mir ein bisschen Schutz. Dann nehme ich den einfach. Ich habe noch einen anderen Suite tatsächlich. Dafür müsste ich mich aber am PlayStation Network anmelden, um meinen Code einzulösen. Vorbestellercode. Ich meine, Skin Suite wäre natürlich Hardcore-Modus. Mach's aus, man sieht dich auch ohne. Ja, oh super. Man sieht mich auch ohne, das ist gut. So. Ich habe diesen verdammten Abaddon überlebt. Ich habe überlebt. Jetzt muss ich nur noch aus diesem Gebäude raus. Wir sehen uns dann am Treffpunkt. Oh nein. 2 SP. Hier gibt es noch einen Gegner. Das lief besser als gedacht. Ich will zwar nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, können wir gut aufräumen. Ha ha ha!
Money. Alter, wir können uns jetzt schon 10 Skill-Resets holen. Heilige Scheiße. Da ist noch ein Gegner. Da sind nur Fässer. Was ich besser als gedacht. Fuck. Ich hab doch geploppt, du verfickter Schwanzlutscher. Oh, Mann. Du hast einen Pre-Order-Skin bekommen und benutzt ihn nicht. Das ist nicht das Problem. Das Nervige ist halt einfach, dass ich mich dafür nochmal hier offen... Ich müsste mich nochmal im PlayStation Network anmelden und mein Passwort und alles eingeben. Und dafür müsste ich dann den Bildschirm nochmal schwarz machen und dazu bin ich jetzt zu faul. Den Code habe ich ja per E-Mail. Aber es ist ja nicht nur der Code. Na, ich hätte mich hier heilen können. Sonst hätte ich den Pre-Order-Skin ja schon benutzt. Das ist aber ultra viel Schaden. Exospines wirken an Eves Kampfstil mit. Du kannst Exospines am Exocircle deiner Ausrüstung anbringen. Reparaturkonsolen verbessert werden, okay. Erhöht die Angriffskraft von Kombo-Angriffen der Stufe 2 und höher um 2. Nicht schlecht. Gibt der besondere Stats? Weiß ich gerade nicht. Keine Ahnung. Das kann ich gar nicht. Hier, weißt du was? Das machen wir. Komm. Mache ich hier mal ganz kurz.
auf Kamera. Muss ich nur gucken, wo mein kleines Büchlein ist. Ich habe mir nämlich so ein komplexes Passwort für PlayStation ausgesucht, dass ich es beim besten Willen nicht auswendig kann. Das werde ich auch niemals auswendig kennen. Gucken wir mal. So, wo ist mein Controller? Oh, natürlich da, wo er nicht sein sollte. So, Home. Nee, PlayStation Plus nicht. Sekunde, da bin ich jetzt mal ein bisschen für mich. Irgendwo habe ich mir doch einen Hinweis aufgeschrieben. Ich sollte vielleicht mal einen Keypass benutzen. So. Wo ist denn die Mail? Melde dich auf deinem PlayStation Network. Ja, bin ich doch. PlayStation Store oder nicht? PlayStation Store, ja. Code einlösen. Ah, ich bin da schon angemeldet. Ich muss nur den 12-stelligen Code eingeben. So. So. So, einlösen, okay. Warte mal. Also ich habe den irgendwie eingelöst. Die Frage ist jetzt nur, wie kann ich den jetzt im Spiel aktivieren? So, da will ich mal beim nächsten Mal speichern. Beim nächsten Lager. Oh komm schon, das klappt nicht. Na, wenigstens zurück hätten sie mir gönnen können. Wie, schon wieder ein Gegner. Ich will jetzt erstmal diesen Pre-Order-Skin raushauen. Wie, ich muss jetzt diese ganzen Scheißgegner nehmen, muss ich nicht. So, was soll denn da drin sein? Planetarischen Diving Suit. Klassische runde Brille und Ohrpanzerung. So, gucken wir mal. Die Frage ist, ich speichere mal. Hier ist ein Lager, ne?
Super. So, warte mal, Stream Manager, komm schon, warum? Ja, sieht man. Ist doch besser. So, ich bin jetzt wieder voll geheilt. Ich will mal gucken. Ich hoffe, der hat gespeichert. Steht halt natürlich in der E-Mail nicht drin. Steht so nur drin, wie man den aktiviert. Ja, so löse ich den Code ein. Bringt mir aber nichts, wenn ich nicht weiß. Ja, ich würde gerne... So, jetzt will ich mal gucken. Ich habe doch den Vorbesteller-Sale, habe ich doch. So, wie kriege ich jetzt meinen? Stehen die anschließend im Spiel zur Verfügung, ja? Und weiter? Gameplay, Standard, langer Pferdeschwanz. Machen wir mal kurz einen Pferdeschwanz. Grafikmodus ausgeglichen. Auflösung priorisieren. Bildfrequenz. Findet ein Gleichgewicht zwischen Auflösung. Okay. Machen wir Leistung, oder? Obwohl ausgeglichen finde ich okay. Untertitel Sprache. Oberfläche HD Dynamisch Mittel. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ah. Jetzt habe ich meinen Kram, glaube ich. Kombo-Angriffsschaden, Beta-Energieaufladung, Schadensverringerung. Schön, dass ich den Vorbestellerbonus krieg.
Der hat aber viel Damage gemacht. Es wäre cool, wenn Kämpfe Energie wiederherstellen könnten. Oh, komm schon! So eine kleine Sackratte kann mir doch nichts anhaben, ey. Kann doch nicht sein, dass der mich hier platt macht. Der hätte nicht so viel Damage machen dürfen. Na gut. Ratten. Wenn das Kampfsystem nicht so auf Modeling ausgebaut wäre, ein bisschen knackiger wäre, dann wären Kämpfe gegen größere Gegnergruppen auch etwas einfacher und nicht so assig schwer. Aber naja, jeder fängt mal klein an. Oh, komm schon. Natürlich. Das war verdammt knapp. Hier ist ein Objekt, hier ist noch eine Fusionszelle. Ich weiß nicht, ob ich die aufheben will. Ganz viel Stuff.
Immer wieder extrem knapp. Okay, jetzt ist das Ding auch offen. War das jetzt ein Shortcut? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Gegner, Mensch.